Videowerbung erreicht schnell und effektiv ihr Ziel. Videos mit Inhalten und Geschichten, bei denen die Leute dabei bleiben und die sie interessieren. Sie erreichen über 100.000 regelmäßige User auf den Kanälen von Schmidt Video. Buchen Sie jetzt Ihre Werbeplätze zu attraktiven Konditionen. Hier sind unsere Kontaktdaten eingeblendet. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Am Freitag, den 12. Januar 2024, fand hier im Landratsamt in Mühldorf der alljährliche Neujahrsempfang mit den Mühldorfer Kaminkehrern statt. Mit dabei hatten sie nicht nur Glück, sondern auch etwas für den guten Zweck. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt für Sie an. Genau am Freitag kamen 10 Schornsteinfeger zu Landrat Max Heimerl, um den Landkreis ihre Glückwünsche und vor allem etwas Gutes zu tun. Sie übergaben eine Spende in Höhe von 1.300 Euro für die Stiftung Mehr Licht für Kinder sowie einen Kalender. Als Kaminkehrer kommen wir in beinahe jedes Haus und sehen auch, dass es nicht allen Kindern gleich gut geht. Deshalb möchten wir den Schwächsten unserer Gesellschaft helfen, so Anton Wendel. Landrat Max Heimerl freut sich sehr über die Spende für die Stiftung Mehr Licht für Kinder. Also das ist die Spende Mehr Licht für Kinder, die mein Amtsvorgänger, der George Huber, vor einigen Jahren initiiert hat. Ist eine wirklich absolut tolle Sache. Wir können da ganz unbürokratisch auch Kindern helfen, die Unterstützung brauchen, die über das hinausgeht, was wir mit den offiziellen, mit den gesetzlichen Mitteln machen können. Das Geld bleibt hier vor Ort im Landkreis. Also es ist Geld der Menschen aus dem Landkreis, das im Landkreis bleibt. Das läuft über unsere Experten im Amt für Jugend und Familie, die sehr nah dran sind an den Familien, an den Kindern, die diese Unterstützung brauchen. Also von daher ist es wirklich bestens angelegtes Geld. Ja, wir sind sehr froh, dass wir jedes Jahr die Gelegenheit haben, dass wir stellvertretend für alle Bürger im ganzen Landkreis dem Herrn Landrat ein gutes neues Jahr wünschen dürfen, Glück und Gesundheit. Und ihr habt ja auch was mit dabei. Was ist denn das? Ja, zum einen haben wir eine Spende dabei, weil wir gehen ja mit offenen Augen durch den ganzen Landkreis beim Kaminkern, wenn wir draußen bei den Bürgern sind. Wir sehen sehr wohl, dass es nicht jedem gleich gut geht. Und am herzzerreißendsten ist es natürlich immer, wenn es um die Kinder geht. Und darum gibt es die Gelegenheit, dass wir hier einen Betrag von 1.300 Euro spenden für die Stiftung Mehr Licht für Kinder. Wie geht es dem Beruf des Kaminkehrers aktuell? Ja, das Berufsbild hat sich sehr stark gewandelt. Wir sind ein sehr altes Handwerk, aber auch ein sehr modernes Handwerk. Und immer dann, wenn sich was ändert, sind wir besonders stark. Es hat ganz früher zum Beispiel geheißen, diese Messungen, als das an den Ölheizungen gekommen ist, das funktioniert ja gar nicht, weil wir heißen ja Kaminkehrer und nicht Messer. Und heute ist es so, dass wir bei der Wärmewende Angst vor der Wärmepumpe haben, das stimmt auch nicht. Wir begleiten aktiv die Bürger mit bei der Wärmepumpe, bei der CO2-Neutralität für die komplette Nation sind wir ein fester Anker. Und auch das Thema Heizen mit Holz, das ja CO2-neutral ist, wird von uns natürlich aktiv betreut. Das haben wir schon gehört, Glück haben sie dabei gehabt, die Spenden haben sie dabei gehabt und einen Kalender gab es ja auch noch. Kriegt der dann einen guten Platz? Auf alle Fälle, wahrscheinlich müssen wir jetzt dann im Landratsamt diskutieren, wer ihn aufhängen darf in seinem Büro, aber ich werde da schon versuchen, dass ich ihn auch für mich reklamieren kann. Kaminkehrer, Schornsteinfeger, Rauchfangkehrer, seit Jahrhunderten stehen sie als Symbol für das Glück. Schließlich sorgen sie mit ihrer Arbeit dafür, dass die Öfen auch heute noch modern mit den Heizungen funktionieren. Eine Aufgabe, die gerade in der heutigen Energiekrise umso wichtiger ist. Das Berufsbild des Kaminkehrers ist zum einen sehr traditionell, zum anderen sehr modern. Und wir wünschen natürlich jetzt auch den Kaminkehrern für das kommende Jahr ein erfolgreiches und vor allem unfallfreies Jahr. Bis dahin, alles Gute, Ihre Nicola Koska. Videowerbung erreicht schnell und effektiv ihr Ziel. Videos mit Inhalten und Geschichten, bei denen die Leute dabei bleiben und die sie interessieren. Sie erreichen über 100.000 regelmäßige User auf den Kanälen von Schmidt Video. Buchen Sie jetzt Ihre Werbeplätze zu attraktiven Konditionen. Hier sind unsere Kontaktdaten eingeblendet. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.